Ihr werdet vor die Entscheidung gestellt, euch zu bekennen für mich oder mich zu verleugnen. Und dies wird der Auftakt sein zu einem Glaubenskampf, wie er noch nie geführt wurde bisher. Denn es ist das letzte Werk meines Gegners, dass er versuchen wird, mich ganz zu verdrängen aus den Herzen der Menschen, weil er glaubt, mich stürzen zu können, um dann selbst die Herrschaft anzutreten. Und da dieser Kampf geführt wird unter Anwendung der brutalsten Zwangsmittel, da es sich nicht um einen freien Willensentscheid handelt, der in keiner Weise Bedrohungen oder Versprechungen als Waffen anwendet, ist dies ein Überschreiten der Machtbefugnis meines Gegners. Es ist ein offenes Vorgehen gegen mich, mit welchem sich mein Gegner selbst das Urteil spricht, dass er gebunden wird, damit er keinen Einfluss mehr auf die Menschen ausüben kann. Für die Menschen aber ist es doppelt schwer, nicht nur, dass durch diesen Entscheid die betroffen werden, die sich in ihrem Innern noch nicht recht klar sind, oder denen das Ableugnen meines Selbst nichts weiter bedeutet, sondern auch die Menschen, die zu mir stehen und voll und ganz mich bekennen möchten, werden durch Zwangsmaßnahmen in schwierige Situationen gebracht, so dass sie wirklich einen schweren inneren Kampf zu bestehen haben und mir die Treue beweisen zu können, denn sie müssen ganz und gar mit dem irdischen Leben abschließen, selbst wenn es ihnen körperlich noch belassen bleibt. Sie müssen alles hingeben, was sie besitzen, und werden als entrechtet und vogelfrei ein kärgliches Dasein fristen. Und das ist die Zeit, von der geschrieben steht, ich verkürze die Tage, auf dass nicht die Auserwählten noch wanken werden. Sie werden nur ganz kurze Zeit zu leiden brauchen und auch in dieser Zeit so außergewöhnlich von mir gestärkt werden, dass sie ihren Entschluss nicht bereuen, sondern innerlich jubeln, ob der Gewissheit meine Liebe, Macht und Herrlichkeit, und sie erwarten gläubig den Tag ihrer Errettung. Nur wer bewusst abschließt mit der Welt und nur noch mein Kommen erwartet, der wird Überwinder sein und eingehen können in das Paradies der neuen Erde. Und ich kenne die meinen, ich weiß, wer dazu fähig ist, diese Zeit des Schreckens für die Gläubigen zu überstehen und standzuhalten, dem letzten Wütern des Satans auf dieser Erde. Dennoch mache ich allen Menschen darauf aufmerksam, denn es können sich noch die Schwachen zur Glaubensstärke erziehen, weil nur der feste Wille nötig ist, um auch die Kraft in Empfang zu nehmen, meinen Namen zu bekennen vor der Welt. Wer die Bindung zur Welt noch zu stark aufrecht hält, wer noch mitten in der Welt steht und sich nicht von ihr zu lösen vermag, der erliegt den Maßnahmen, die erlassen werden, um den Willen der meinen zu brechen. Und er kann sich selig preisen, so ich ihn mitten aus dem Leben reise und ihm der Fall in die Tiefe erspare. Doch diese Entscheidung muss zuvor gefordert werden, auf dass auch der Satan sein Spiel zu Ende führen kann, auf dass er sich selbst bloßstellt, dass sein Vorgehen offener Kampf gegen mich selbst ist. Denn ihm sind Grenzen gesetzt, die er nicht überschreiten darf, die er aber nicht beachtet und er darum aufs Neue in Ketten gelegt wird. Danach aber kommt auch die Menschheit in einen Zustand des Friedens und der Glückseligkeit auf der neuen Erde, denn sie kann nicht mehr verdrängt werden von dem Feind ihrer Seelen.
Und es geht so nach ein Erlesungsabschnitt zu Ende und ein neuer beginnt wieder, wie es vorgesehen ist seit Ewigkeit. Viel wird von euch Menschen in der Zeit dieses Glaubenskampfes gefordert, aber es trägt auch das Höchste ein denen, die ihn bestehen. Und ihr Menschen könnt ihn bestehen, so ihr euch nur fest und innig mir verbindet zuvor schon, so ihr den ernsten Willen habt, mein zu werden und zu bleiben bis in alle Ewigkeit. Dann werde ich euch nimmermehr in seine Hände fallen lassen, dann werde ich euch Kraft zuführen und in größter Not auch selbst bei euch sein. Und es werden mich zu schauen vermögen, die ungewöhnliche Kraft benötigen, und sie werden standhalten, bis der Tag anbricht, da ich selbst komme, die meinen zu retten und sie holen in ein Reich des Friedens, wenn die Zeit erfüllt und das Ende dieser Erde gekommen ist. Amen.